Ich bin gestern um 3 Uhr morgens eingeschlafen, heute um 8 Uhr morgens aufgewacht, warum auch immer, und ich war gar nicht müde. Und ich habe trotzdem heute gar nichts geschafft. Ich hätte vor, die Sprachaufnahme zu machen für mein Video, aber ich habe schon vor einer Stunde angefangen, aber irgendwie, es funktioniert schon. Ich bin total außer Atem ständig. Leute, ich würde zwei Versionen hochladen, einmal ohne die eingeblendeten Kommentare und einmal mit eingeblendeten Kommentaren. Ich muss da noch einsingen und synchronisieren und ich muss ja noch die zweite Version machen. Ich habe jetzt einfach, glaube ich, nochmal 3 oder 4 Stunden gebraucht, um das Video zu machen mit Einblendungen, weil es 10-mal irgendwie abgebrochen ist. Endlich habe ich es fertig. Also auf dem Programm, wo ich bin, da hatte ich bis jetzt immer nur ein Programm und da war auch normalerweise immer nur ein Workout pro Tag, jeden Tag. Ich glaube, einmal die Woche ist frei oder so. Da kann man nicht 7-mal, sondern glaube ich 6 oder 5-mal die Woche einstellen. Und dann war das so, dass ich auch das nicht geschafft habe, also nicht mal ein Programm. Das heißt, wenn ich 1 oder 2 Tage verpasst habe, dann habe ich auch den 2 Workouts verpasst und musste sie halt eben irgendwo dazufügen. Das heißt, irgendwann mal hatte ich, ich weiß nicht, 2 Workouts am Tag. Und jetzt ist es so, dass ich total übermotiviert war, paar Tage vorher, also vor 2 Tagen oder 3. Und diese 3 Tage habe ich auch gar nichts gemacht. Das heißt, ich habe mir ein zweites Programm gebucht habe für jeden Tag. Das heißt, 2 Workouts am Tag. Genau, und jetzt habe ich 2 oder 3 Tage verpasst. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4. 4 verpasst. Und heute stehen noch 2 an. Das heißt, 6. Und ich sehe so, die nächsten Wochen sind richtig intensiv. Da ist nur noch so 25 Minuten, 30, 33. Ich habe bis jetzt weniger Workouts durchgezogen, als dass ich in ein paar Tagen verpasst habe. Also ich habe bis jetzt, ich habe am 21.03. angefangen und ich habe 3, 4, 5 geschafft. Und in 3 Tagen 3, 4 verpasst. Ich habe gerade 4 Workouts gemacht, weil wenn ich nur 2 gemacht hätte, dann hätte ich irgendwann mal wieder 4 oder 6 an einem Tag. Das heißt ja auch nicht, dass ich ab jetzt irgendwie keinen Tag habe, wo ich mal auslasse. Deswegen habe ich jetzt 4 hintereinander gemacht. Dann hätte ich noch 4 übrig gehabt, weil ich für heute 8 angestanden hätten. Man kann die halt immer so verschieben, ein paar Tage später. Und an dem Tag, wo ich nur 1 hatte oder so, habe ich mir dann 2 gemacht. Jetzt habe ich 4 gemacht und heute Abend mache ich nochmal 2. Genau. Und die anderen 2 übrig gebliebenen habe ich hier geschoben für ein paar Tage. Genau, das heißt, ich habe jetzt einmal 20 Minuten, 26, 25 und 25 Minuten gemacht. Insgesamt 30, 50, 1 Stunde 15 Workout. 1 Stunde 16. Ich habe einmal Lunge and Crunch. Back in Shape, Ultimate Cardio in Slim and Fit. Schaut euch einfach an, wie stark meine Hose gerissen ist. Ich glaube, das hat man beim Workout auch schon gesehen. Einmal hier. Vielleicht ist das ein Zeichen eines guten Workouts, dass man wirklich Leistung erbracht hat. Muss jetzt duschen. Ich finde es einfach so nervig, dass für jedes Fach man sich eine einzelne App runterladen muss,
irgendwie was neu installieren muss, neu registrieren muss, dann bei mir geht's ja auch nicht. In Englisch, also habe ich jetzt kein einziges Mal mitgemacht, seit der Geometrielehrerin nochmal eine neue App reingeschickt und so. Also gestern wurde die Zeit umgestellt. Ich bin um 11 aufgewacht, dachte mir so, ich bin zwar irgendwie um 3 Uhr nachts eingeschlafen, aber es kann doch nicht sein, dass ich bis 11 geschlafen habe. Aber es war eigentlich ja bis 10. Und irgendwie habe ich die Zeitumstellung mega mitbekommen. Es gibt ja Menschen, die bekommen sie gar nicht mit. Und auch ich war so einer, vor allem wenn man dann die Winterzeit umgestellt bekommt, eine Stunde länger schlafen, macht nichts. Im Sommer habe ich das auch nie so mitbekommen. Aber ich glaube jetzt auch so wegen Corona, wo man eh irgendwie aus dem Regime ist und dann, keine Ahnung, es war irgendwie zu viel für mich gestern, dass dann eine Stunde später immer war. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl so, es ist plötzlich 3 oder 4, eigentlich wäre es jetzt 2 und es hat dann voll irgendwie einen Unterschied gemacht. Wir haben uns ja alle schon gefragt, was mit der Mathelehrerin ist, weil sie uns irgendwie, ja, die letzten paar Male hat sie uns einfach nichts geschickt, obwohl wir ja Unterricht hatten. Und normalerweise Mathe wäre, sie uns eigentlich hätte was schicken müssen und sie hat uns jeden Tag was geschickt. Und jetzt, ich bin ja noch in meinem alten Klassenchat drin, in meiner alten Klasse, ihre Vertretung, also ihr Vertretungslehrer, ihr Vertretungslehrer ist jetzt bei ihnen eine Woche lang da für diese Mathematik, also sie haben bei ihr Chemie, aber sie unterrichtet bei uns Mathe. Und er schreibt hier noch, ob das bei ihr länger dauert als nur diese Woche. Genau, das heißt, diese Woche haben wir auf jeden Fall keine Mathe. Sachen zu machen, denke ich mal. Ja, vielleicht hat sie Corona. Oder ist einfach nur krank, weil sie war voll im Ferien. Die hat so gehustet, so. Man hat kein Wort verstanden. Sie hatte keine Stimme mehr. Verbotene. Verbotene. Ich hätte natürlich keine Kraft mehr, heute Abend noch 2 Workouts zu machen, nachdem ich morgen schon 4 gemacht habe. Also morgen. Ich hatte eine Pizza gegessen. Boah, nee.